Es ist Samstag, der 16. August 2008. Die Fans von Energie Cottbus freuen sich, dass ihr geliebtes Team gerade so den Klassenerhalt geschafft hat und sie mit ihrem Traditionsverein weiter ein Jahr in der Bundesliga sein dürfen. Ein weiteres Jahr also, die Stars von Bayern, Dortmund oder Bremen bei sich zu Gast haben. Aber das Spiel ist kein gewöhnliches und der erste Spieltag ist nicht so wie jeder andere. Zu Gast ist die TSG Hoffenheim. Irgendwo aus dem Nirgendwo, mitten in die Bundesliga. Alles wegen diesem Mann. Dietmar Hopp. Es geht um die Geschichte des mit Abstand wertvollsten deutschen Unternehmens mit einem Marktwert von über 160 Milliarden Dollar und dem wahrscheinlich einzigen großen Tech-Konzern, den wir hier zu bieten haben. Quasi unser deutsches Microsoft. Jeder von euch, der irgendwo mal einem großen Unternehmen als Praktikant zum Kopieren geschickt worden ist, kennt diese drei Buchstaben. SAP. Es ist die Story, wie sich ein paar Nerds gedacht haben, wie man in der deutschen Pampa seinen eigenen American Dream leben kann. Und wie einer von ihnen später einfach FIFA-Karrieremodus im Real Life spielt, um seinen Heimatverein in die Champions League zu schicken. Ob man ihn dafür hassen darf oder nicht. Ich schäme mich zutiefst auch Dietmar Hopp gegenüber, der ein ganz feiner Ehrenmann ist. Wir schreiben das Jahr 1972. Deutschland ist ein Land voller fleißiger Arbeiter in Konzernen, wie etwa der Metallindustrie, der Technik oder dem Autobau. Die größten Konzerne können sich aber zu der Zeit etwas leisten, was heute eigentlich von jedem iPod in der Hosentasche outperformt wird. Große Computer. Ein großer Tech-Konzern ist aber damals auch schon in aller Munde und beliefert diese reichen Kunden mit der neuartigen Technik. IBM. So auch die Fabrik des britischen Chemiekonzerns Imperial Chemical Industries, kurz ICI, in Östringen, einer Kleinstadt bei Heidelberg. Eines Tages ist ein Mann von IBM zu Gast, der ihnen das Ganze mit diesen Computern mal genauer erklären soll. Und da ist er auch schon. Ein 32-jähriger durchtrainierter Sportler in einem fein sitzenden Anzug. Sein Name? Hopp. Dietmar Hopp. Hopp ist Operator bei IBM, ein sicherer und bestens bezahlter Job für unseren Durchstarter, der aber ehrlich gesagt nicht besonders anspruchsvoll für ihn ist. Aber gut, was macht man nicht alles für Geld? Begleitet wird er von seinem Assistenten, Hasso Plattner. Dieser ist 28 Jahre alt und besitzt die damals wohl breiteste Hose ganz Mannheims. Um die beiden herum arbeiten rund 2000 Angestellte an Maschinen, die Nylonfäden für Strumpfhosen verarbeiten. Das größte Werk für Nylon in ganz Europa. Ein Handelsblattartikel schreibt, kaum ein Nylonstrumpf kommt ohne Fasern von ICI aus. Hopp und Plattner gehen weiter in Richtung Hauptgebäude und treffen sich hier mit Hermann Mayer, dem EDV-Chef von ICI. Beide Seiten verstehen sich gut und plaudern entspannt, erkennen aber beide ein Problem, die Effizienz der Rechner. Denn das läuft damals wahrscheinlich so ab. Alles, was der Rechner abarbeiten soll, wie Bestellformulare oder Rechnungen, muss man auf bunte Lochkarten stanzen und dann in das Ding reinschieben, was ungefähr so schwer ist wie ein Kühlschrank. Allein hierfür hat die Firma 20 Assistentinnen. Das Ganze ist zwar der aktuelle Stand der Technik, aber Mayer ist irgendwie genervt und glaubt, dass die Rechner noch viel, viel mehr können. Da kauft man einen Rolls-Royce und weiß gar nicht, wohin man fahren will, soll er gesagt haben. Hopp stimmt ihm zu und fängt an zu überlegen. Okay, all unsere Kunden wollen im Prinzip dieselben Leistungen, Rechnungen, Formulare und so weiter. Irgendwie muss man das doch vereinheitlichen können. Und so kommt das Mastermind auf folgende Idee. Ein Computerprogramm von der Stange. Beide Seiten vereinbaren einen Deal. Auf der einen Seite bleibt ICI erstmal Kunde von IBM. Auf der anderen Seite darf Hopp als ambitionierter Entwickler mit seinen Freunden nach Feierabend auf den ICI-Rechnern das neue Programm austüfteln. Diese braucht er ja, weil er sich keinen eigenen PC leisten kann. Das Ziel des Ganzen, Schluss mit diesen nervigen Lochkarten. Die standardisierte Eingabe über eine Tastatur auf einen Bildschirm. Eine absolute Revolution made in Germany. Hopp will natürlich Kohle machen und verspricht Mayer die Software. Und hier macht er schon den ersten großen Schritt in seiner Karriere. Er will nämlich das Projekt mit seiner eigenen Firma launchen und ICI als ersten Kunden für sich selber gewinnen. Tagsüber bei IBM geht's dann hoch her. Mit seinem guten Kumpel Betriebswirt Klaus Wellenreuter, den alle nur C-Klaus nennen, weil er mit C geschrieben wird, sprechen die beiden über ihren gemeinsamen Lebenstraum, eine eigene Firma. Zu der Idee kommt dann noch Klaus Tschierer, den alle K-Klaus nennen, Hopps Assistent Hasso Plattner und der Mathematiker Hans-Werner Hector. Alle sind siegessicher und gehen bei IBM zum Niederlassungsleiter, um direkt zu kündigen. IBM erkennt das Potenzial der Technologie einfach nicht. Und für IBM wird das schon wenige Jahre später eine verpasste Opportunity in Milliardenhöhe sein. Frustriert von IBM gründen sie die GbR namens Systemanalyse und Programmentwicklung. Dafür mieten sie eine Vierzimmerwohnung in der Mannheimer Innenstadt. Die Jungs haben am Anfang so wenig Geld, dass sie ein Zimmer an einen Anwalt untervermieten, um Miete zu sparen. Aber meistens sind sie eh unterwegs oder bei ICI, um an deren Rechner ihre Sache zu testen. Die Revolution ist aus heutiger Sicht eigentlich ganz einfach. Die verschiedenen Daten aus Einkauf, Logistik und so weiter kann die Software automatisch dort verbuchen, wo sie auch hin soll. Mit einem Knopfdruck und gleichzeitig wird alles auf einem Bildschirm ausgespielt. Dafür haben die Jungs nur ein halbes Jahr gebraucht. Maya von ICI ist begeistert und rechnet seinen Chefs vor, mit der Software würden sie jeden Monat fast 60.000 Mark sparen. Auch für SAP ist die Software ihr Durchbruch und andere große Konzerne wie Burda, Knoll oder Böhringer Mannheim springen mit auf. Ende des Jahres 1972 macht die frisch gegründete GbR einen Umsatz zwischen 620.000 und 640.000 D-Mark.
Der Anfang in die Selbstständigkeit verläuft also nach Plan. Durch die Decke skalieren wie die Startups aus den USA ist aber erstmal noch nicht drin. Die ersten Kunden wie ICI sind zwar begeistert von der Software, RF, so heißt das Buchhaltungssystem übrigens, aber irgendwie fällt es SAP weiterhin schwer, neue Kunden zu bekommen. 5 Jahre nach der Gründung, 1977, kommt die Firma auf einen Jahresumsatz von 3,8 Millionen Mark und ein Team aus 25 Angestellten. Nicht schlecht, aber noch sehr, sehr weit von dem Monster entfernt, das sie heute sind. Im selben Jahr folgt auch noch die erste wichtige Namensänderung. Auch wenn ihr bisher dachtet, SAP steht einfach nur kurz für Systemanalyse und Programmentwicklung, heißt der Konzern ab jetzt offiziell Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung und wird in eine GmbH umgewandelt. Und das war auch das Geheimrezept. Jetzt mit dem neuen Namen gelingt SAP endgültig der Durchbruch. Okay, eigentlich erst 2 Jahre später. SAP entwickelt ein neues Buchhaltungssystem neben R, quasi ein Update, eine zweite Version, mit dem kreativen Namen R2. Der Nutzer muss jetzt nur irgendwelche Daten eingeben und die sind dann auf allen Rechnungen im angeschlossenen System verfügbar. Wow! Erst gab es das nur für die Bereiche Finanzbuchhaltung und Materialwirtschaft. SAP erkennt aber, dass man das eigentlich in allen Abteilungen gebrauchen kann und entwickelt standardisierte Software für alle Abteilungen. Produktionsplanung, Unternehmenssteuerung und halt so weiter. Und dann kommen die 80er. Nicht nur für geile Outfits und Filme bekannt, sondern auch für SAPs Time to Shine. Schon 1980 sind die Hälfte der 100 größten deutschen Unternehmen SAP-Kunden. Und 1986 werden erstmals die 100 Millionen Mark Umsatz geknackt. Es fehlen aber noch 2 Schritte auf der Checkliste. 1988 erfolgt der längst überfällige IPO mit Dietmar Hopp an der Spitze. Um sich als Nummer 1 an der Spitze zu etablieren, erfolgt noch die Übernahme von kleineren Softwarehäusern. Mit all dem Inbound-Wissen geht's jetzt durch die Decke. 500 Millionen D-Mark Umsatz in nur einem Jahr. Das eigene Ergebnis eben mal verdoppelt. Aber bei all dem Aufstieg, wer ist Dietmar Hopp eigentlich und warum kennt er sich so gut mit Computern aus? Dietmar Hopp wird am 26. April 1940 in Heidelberg geboren. Er hat 2 Geschwister und sein Vater ist Lehrer. Für die damalige Zeit kann man das als gute Verhältnisse bezeichnen. Unterricht geben ist zu der Zeit aber nicht, denn sein Vater ist auch als Truppenführer in der SA aktiv. Dietmar wächst im kleinen Dorf Hoffenheim ganz in der Nähe auf. Er hat neben der Schule eine große Leidenschaft: Fußball spielen. Er ist talentiert und wie die meisten von euch wäre er wahrscheinlich heute Profi geworden, hätte er sich nicht verletzt. Als Stürmer ist sein Markenzeichen mit vollem Risiko aufs Tor ballern. Dietmar ist auch extrem heimatverbunden und im Kraichgau in der Nähe von Städten wie Karlsruhe oder Mannheim fühlt er sich wohl. Er ist aber auch ein Macher und verspricht seiner Mutter schon in den 50ern, dass er irgendwann mal Millionär wird. In der Zeit, in der die meisten nicht so viel haben. Nach Abitur und Wehrdienst zieht es ihn nach Karlsruhe, um Nachrichtentechnik zu studieren. 1966 ist er Diplom-Ingenieur und kennt sich besonders gut mit Datenverarbeitung aus. Wie bei ambitionierten Studenten mit Informatik-Background heute zieht es ihn zu Big Tech. Und statt Google, Apple etc. war das damals IBM. Und mal ehrlich, in der damaligen Zeit bei so einem US-Konzern Karriere zu machen, ist schon ein starker Move. 2 Jahre arbeitet er als Softwareentwickler in Stuttgart und dann als Systemberater bei IBM in Mannheim. Auch sein älterer Bruder Rüdiger ist bei IBM. 1972 gründet er, wie wir wissen, mit seinen Kumpels Hasso, Klaus mit C, Klaus mit K und Hans Werner, die sich alle von der Arbeit kennen, das Unternehmen SAP. Alle sind motiviert, die Welt zu verändern. Und Dietmar ist an ihrer Spitze. Seine Familie und seine Frau sind erstmal nicht so begeistert. Schließlich hätte er auch wie sein Bruder einfach in-house bei IBM Karriere machen können. Dazu ist er vor kurzem frisch Vater geworden und Selbstständigkeit klingt erstmal riskant. Aber sein Plan geht auf und 1988 wird er von all den 5 Gründern CEO und Posterboy von SAP. Und SAP wächst weiter und weiter. Bei all dem Weltruhm ist die Verwurzelung um Heidelberg und Mannheim aber immer noch extrem wichtig. Es gibt im Vergleich zur Konkurrenz kaum Fluktuation und für die Branche Top-Gehalt. Vielleicht aber auch, weil er den spießigen Deutschen was bietet. Kommen und gehen, wann sie wollen, keine Kleiderordnung und Lohnfortzahlung bei Krankheiten bis zu einem ganzen Jahr. Seine Bodenständigkeit zahlt sich aus. Die Leute arbeiten gern für ihn. Und so ist es auch sein ehemaliger Vertreter Hasso Plattner, der 1997 als alleiniger CEO übernimmt. Dietmar Hopp meint selber, er darf junge Talente und Erneuerung nicht blockieren und wechselt daher an die Spitze des Aufsichtsrates. SAP muss aber auch ein bisschen Gas geben zu der Zeit. Es lief zwar jetzt nicht schlecht, aber der Gewinn ist nicht so gewachsen wie der Umsatz. Daher muss man diversifizieren. Hinzu kommt noch dieses neue Ding namens Internet. 2005 gibt er auch den Posten im Aufsichtsrat auf und zieht sich aus SAP endgültig zurück. Ein paar Milliarden hat er schon und ist auch noch bis heute mit etwa 5% an der Firma beteiligt. Aber mit jungen 65 Jahren braucht man halt ein neues Hobby und auf einmal zu viel Zeit haben ist auch nicht so gesund. Schon seit 1995 hat er eine Stiftung, die von Universitäten, sozialen Einrichtungen bis hin zu Sportvereinen für Kinder und Jugendliche eigentlich alles stiftet. Gut, kennen wir ja schon irgendwoher. Aber das reicht ihm nicht. Er war ja selber mal Fußballer. Deswegen geht er her und schenkt seinem Kindheitsverein TSG Hoffenheim, der irgendwo in der Kreisliga rumdümpelt, ein Stadion mit 6000 Zuschauern. Das Dietmar Hopp Stadion. Und weil er sich als fast 70-Jähriger nicht mehr so mit FIFA, PlayStation und moderner Technik auskennt, versucht er einfach den FIFA-Karrieremodus im Real Life und will mit einem Drittligisten die Champions League gewinnen.
2006 stellt er den Ex-Schalke-Trainer und Taktikfuchs Ralf Rangnick ein und noch ein paar weitere Leute und baut für TSG quasi im SimCity-Modus eine perfekte Infrastruktur. Keiner kann Hoffenheim mehr aufhalten und es folgt 2008 der Aufstieg in die Bundesliga. Macher. Das schmeckt vielen Fans aber gar nicht. Vor allen Dingen die Anhänger von sogenannten Traditionsvereinen wie Borussia Dortmund, Gladbach oder Köln kritisieren und beleidigen Hopp immer wieder. Denn in Deutschland gibt es ja bekanntlicherweise die 50-plus-1-Regelung, dass Clubs nicht einfach übernommen werden dürfen. Das Geld pumpt da aber per Sondergenehmigung rein und Hoffenheim ist somit der erste moderne Plastikclub der Bundesliga. Mehrere hundert Millionen Euro wandern in den Club. Die will man als Mäzen natürlich auch irgendwann wieder haben. Im Sommer 2015 berichtet Football Leaks, dass der Großteil von einer Transfersumme nicht an den Verein gegangen sein soll. Der beste Spieler des Teams, Roberto Firmino, ist für 40 Millionen nach Liverpool gewechselt. Und mehr als 70% der Einnahmen sollen nicht an Hoffenheim, sondern an eine andere Firma namens Transfer gegangen sein. Eine Firma, die einem engen Vertrauten von wem gehört? Es folgen Jahre des Hasses gegen Hopp. Fans von Dortmund nennen ihn so wie auf diesem Banner. Und Fans von Bayern beleidigen ihn 2020 so hart im Stadion, dass das Spiel unterbrochen wird. Also, die Fans, also die Leute unten, sind gegen ihn. Aber die Leute oben, die Funktionäre, sind teilweise für ihn. Ich schäme mich zutiefst auch Dietmar Hopp gegenüber, der ein ganz feiner Ehrenmann ist. Aber auch bei SAP ist nicht immer alles so rosig. Wäre auch irgendwie komisch bei 50 Jahren Firmengeschichte. In den Nullerjahren gab es ständig Streit zwischen Hopp und der Gewerkschaft IG Metall. Diese wollten mehrmals einen Betriebsrat einrichten und Hopp wollte das natürlich verhindern. Aber gut, als Demokrat lässt er seine Mitarbeiter einfach abstimmen mit Ja oder Nein zu dem Betriebsrat. Der Clou ist aber, die Mitarbeiter werden von Security überwacht und wenig überraschend kam dann bei der Abstimmung ein deutliches Nein raus. Definitiv Nein. 2010 kommt der Betriebsrat aber dann doch. Und Hopp ist fast beleidigt, als er im Interview meint, kann sein, dass die Zentrale dann bald nicht mehr hier in Walldorf ist. 2021 liegt der Spiegel in einem Artikel, dass Hopp sich persönlich dafür stark gemacht hat, dass SAP im Jahr 2011 eine angeschlagene und eigentlich total unprofitable Firma namens Crossgate übernimmt. Long story short, es kann sein, dass der einzige Profiteur von dieser Übernahme Daniel Hopp, also der Sohn von Dietmar war, der indirekt in dem Unternehmen beteiligt war. Aber gut, bisschen Vetternwirtschaft hat ja noch nie geschadet. 2010 wird ein internes Gutachten öffentlich, das den Namen Golden Eye trägt. Darin kommt SAP aber nicht als Retter der Welt daher, sondern eher als Bond-Bösewicht. Das Gutachten hat SAP für sich selbst beauftragt. Vielleicht, weil sie das Unheil kommen sehen haben. Die Firma ist zu der Zeit in Not, weil sie von ihrem größten Konkurrenten Oracle verklagt wird. SAP hat nämlich eine kleine Firma namens Tomorrow Now übernommen, die aber leider Daten von Oracle geklaut und damit die Kunden von Oracle übernommen haben soll. Ja, kurz und knapp, SAP hat einen Riesenskandal und steht unter starkem Spionageverdacht. Damit kommen sie natürlich nicht durch und müssen eine 500 Millionen Strafe zahlen. Und das Urteil treibt das Shitposting zwei CEOs auf die Spitze. Denn der Oracle-Chef Larry Ellison und SAP-Boss Hasso Plattner hassen sich im Internet schon bevor Elon Musk und Mark Zuckerberg irgendwie cool gemacht haben. Die meiste Zeit zeigt sich ihr Beef aber eigentlich auf offenem Meer, wenn sie auf Regatten gegeneinander segeln, so wie reiche Leute das halt eben machen. Und da hat Plattner Ellison mal nach einem Rennen den nackten Arsch gezeigt. Der ist bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Wir sehen also eigentlich alles relativ cool und normal. Aber was machen die fünf Gründer heute so? Karklaus ist ja 2015 tot. Hasso Plattner und Dietmar Hopp haben heute 10 bzw. 13 Milliarden auf dem Konto und gehören zu den reichsten Menschen Deutschlands bzw. sogar der Welt. Hinzu kommt noch der Flex, dass sie eigentlich bis heute das einzige große international bekannte deutsche Tech-Unternehmen gegründet haben, was irgendwie komisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung zu Dietmar Hopp in die Kommentare. Könnt ihr das nachvollziehen? Würdet ihr als Milliardär es genauso machen? Würdet ihr einen anderen Fußballverein kaufen? Was würdet ihr machen? Etc. Hier findet ihr ein Video von Henkes Corner. Checkt das mal aus und hier noch ein anderes Video von uns.